Ich bin Künstler aus Berlin und heute wird das Ganze mal ein bisschen spicy. Erstmal ging es natürlich mit einer leeren Leinwand los und die wurde ordentlich vollgrundiert. Dann habe ich angefangen, die Kirschen zu malen und habe direkt gemerkt, dass das Rot nicht so schön hält, wie ich es mir gewünscht hätte. Dadurch habe ich dann beschlossen, einfach direkt anfangen zu wursteln und habe mit den beiden Mündern begonnen. Ich hatte mir vorher noch nie Gedanken darüber gemacht, wie viele Farbtöne sich in so ein paar Zungen verstecken, aber es war auf jeden Fall eine ordentliche Wurstelei. Insgesamt hatte ich aber 2 Tage für das Bild eingeplant, deswegen dachte ich mir, wenn ich einen Tag an den Lippen verwende, dann ist das keine Verschwendung. Hab dann auch schon angefangen, die Highlights reinzusetzen und das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass das Ganze richtig schön glänzend aussieht. Am nächsten Tag kamen dann die Kirschen dran und man sieht auf jeden Fall, dass die Farben sehr viel besser wirken durch die Grundierung vom Tag davor. Um dann natürlich auch nochmal so ein bisschen zu flexen, habe ich dann noch so Tropfen draufgesetzt, weil das einfach eine coole Wirkung hat und ja, das Ganze noch realistischer aussehen lässt. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich bin happy, dass die Kombination doch ganz gut funktioniert hat. Und weil es gestern so viel Spaß gemacht hat, habe ich direkt nochmal ein paar Highlights in die Zunge und in die Lippen gesetzt. Ich hoffe, das Bild verstört dich nicht zu sehr, aber ich habe dich natürlich so oder so lieb.